Jetzt ernsthaft? Nein! Hallo ihr Lieben, wir machen heute die Book Tower Challenge. Das heißt, wir kriegen 20 Aufgaben in dem Sinne gestellt. Also mit mir meine ich die liebe Sina und mich. Und unsere Stimme aus dem Office, die Jenny, die wird uns die Aufgaben vorlesen. Und wer nach diesen 20 Aufgaben den höheren Büchertom hat, der hat gewonnen. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Deutscher Autor. Was? Nein, falsch, das nehme ich nicht. Das nehme ich nicht, warte. Oh Gott, das ist ja viel zu klein. Deutsch. Deutsch. Also ich nehme jetzt hier einfach das hier. Ja? Ich bin voll raus. Haben wir nicht eigentlich auch nur eine bestimmte Anzahl an Zeit? Eigentlich müssen wir 10 Sekunden runterzählen, ja. Ja. Okay, wir machen das mit den 10 Sekunden jetzt auf dem zweiten. Okay. Okay. Mindestens 8 Bände einer Reihe von einem Autor. 10, 9. Geil. Gut. Eine Love Story. Oh. Boah. Boah. Also hier ist ja auch eine Story drin. Sehr schwer. Ein Thriller. 10, 9. Das ist ein Thriller. 8. Ich glaube, das ist eine. 7. 6. Das ist eine. 5. 4. 3. 2. 1. Eine Art Märchen. 10. Ein Märchen. Also geht auch Märchenadaption? Ja. Nicht Märchenadaption? Mhm. Eine Art Märchen. Unendliche Geschichte. 3, 2, 1. Ja, wirklich sehr knapp. Einen Autor mit einem tierischen Nachnamen. Hast du sowas? Ja. 5, 4, 3, 2, 2. Sind du für einen mit Katja Fox, wieder Fuchs. Ja. Ein Buchtitel mit mindestens 5 Wörtern. Toll. 5, 4, 3. Ein Titel mit maximal einem Wort. Und das ist ja. Was? Und? Und sehr kurz. Wollte ich ja sagen. Das Wort kurz. Sehr kurz. Das ist das dickste Buch von denen. Toll. 5, 4, 3, 2. Ein klassischer Autor, also etwas älteres, nicht jetzt die jüngere. Haut's aber auf die Kacke. Ich krieg's nicht mal raus. Ey, ganz ehrlich, ich muss ein bisschen aufholen. Jetzt sind wir gleich auf, glaube ich. Ein sehr dickes Buch. Tja, sie ja, ne? So, das Buch mit dem schönsten Cover. Das ist ja jetzt Ansichtssache, ne? Ja, ne, würde ich jetzt auch sagen. Ich muss noch mal kurz zum Stapel. Das Buch mit dem hässlichsten Cover. Das ist jetzt auch nicht besonders schön. Ja, das Lieblingsbuch. Ja, ich habe hier kein Lieblingsbuch. Von denen, die ihr kennt. Fünf, vier, drei. Das Buch mit dem Cover, was euch am unverständlichsten, verwirrenden, was jetzt von der Handlung her euch jetzt nicht sagen würde, was ist jetzt in dem Buch, was passiert in dem Buch vom Cover her. Ist das hier nicht...
was euch verwirrt, was euch jetzt nicht sagen würde vom Cover her, was passiert da drin? Da ist ein Totenkopf drauf, also das verwirrt mich jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Boah, ich bin voll hinten dran. Meinst du, ich bin das da noch. Naja, komm, wie viel haben wir noch? Welches Buch, welcher Reihe, eurer Meinung nach, könnte noch weitergeführt werden? Welches würde jetzt hier noch so... Also wo wir gerne fortsetzen. Ja, genau, danke. Oder was ihr kennt, wo fortgesetzt werden kann. Ich kenne hier nur wenig. Fünf. Foto von Bahn, das ist schön dick. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hier die Geschenke oder so. Sie hat doch gegriffen, komm. Sie war ja am Buch dran. Welches Buch von der Geschichte von. Also jetzt genau das Gegenteil. Welches nicht weitergeführt werden sollte, vom Cover, von der Geschichte her, was ihr kennt. Einzelne Bücher bitte. Ich hab mir 4, 3, 2, 1. Du siehst du sie! Oh Mann! Nicht so immer bei mir! Also für Statik hast du keine Ahnung, ne? Also Architekt werden, ich nicht. Und zwar's. Achso, wir sind fertig. Achso. Soll ich jetzt einmal zu dir rüberschieben? Ja. Damit wären wir am Ende. Mein Bücherturm ist zweimal umgefallen. Tina hat eindeutig stabiler gebaut als ich. Und ich würde sagen, es ist ein knapper Sieg. Ja, ein wirklich knapper Sieg, weil es ist nicht viel, also was geht. Ich finde es schon eindeutig. Ja, aber... Also ich finde, es ist ein knapper Sieg. Es hätte weitaus mehr Unterschiede sein können. Also... Du hast ja auch ein paar gute Bücher. Ich habe mir ein paar sehr gute Bücher gegriffen. Ja. Ja. Bevor dieser Turm jetzt wieder umfällt, würde ich sagen, das war unsere kleine Book Tower Challenge. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.